Urlaubswetter sieht anders aus, aber in Urlaub fahren dürfen sie ohnehin nicht. Stattdessen demonstrieren sie, denn neben Hotels und Pensionen sind auch die Campingplätze in Deutschland dicht. Wir haben ja unser Zuhause immer dabei, haben unser eigenes Klo, eine Dusche und da ist die Ansteckungsgefahr ja jetzt nicht so hoch. Urlaub zu Hause nicht möglich, auf Mallorca aber schon. Rund 40.000 deutsche Touristen werden hier während der Osterferien erwartet. Eine Schlange vorm Check-in-Schalter am Flughafen in München. Alleine von hier starten in der Woche vor Ostern 53 Maschinen in Richtung Mittelmeerinsel. Doppelt so viele wie im kompletten laufenden Jahr. Am Flughafen in Düsseldorf sind es sogar 57. Ein regelrechter Reiseboom. Das merken auch Reisebüros. Gerade vor dem Ostergeschäft, da war die Nachfrage sofort da. Es gab eine Dynamik und es kamen auch viele Buchungen rein, muss man ganz ehrlich sagen. Es kamen viele Buchungen rein. Und das, obwohl man sich vor dem Rückflug nach Deutschland ab Dienstag wieder auf Corona testen lassen muss, auf eigene Kosten. Wer positiv getestet wird, darf gar nicht erst fliegen und muss vor Ort in Quarantäne. Auch das muss aus eigener Tasche bezahlt werden. Doch die Mallorca-Urlauber schreckt das nicht ab. Wir wären gerne an die Ostsee gefahren, auch gerne mit den Bedingungen hier, mit PCR-Tests und so weiter, aber wir dürfen nicht. Ja, nachdem es hieß, dass Mallorca auf ist und Rügen zu, haben wir uns entschieden, nach Mallorca zu fahren. Willkommen auf Mallorca für die einen. Triste Aussichten für die anderen. Für sie wird der Osterurlaub wohl ins Wasser fallen.